So, hallo ihr Lieben, wir müssen es unbedingt mal loswerden. Wir haben diese Person im Übrigen nicht gesperrt, die kommentiert jetzt hier schon öfters. Das ist eine dieser Personen, die sich im realen Leben nie vor einem stellen würden und sagen würden, was sie schreiben hinter ihrer Tastatur in Facebook, Instagram etc. Wir fragen uns wirklich, warum tut man das? Warum gibt man so einen geistigen Dünnschiss von sich? Was geht in diesen Menschen vor? Wollen sie austeilen? Wollen sie verletzen? Hassen sie Hunde? Wie auch immer. Ja, viele sagen jetzt von euch, schenkt doch dem keine Beachtung etc. Das ist es doch nicht wert. Natürlich ist es nicht wert. Aber dennoch, wenn man dann sowas liest, das ist so, wie das, vielleicht hat jemand von euch Kinder, man sagt zu euren Kindern oder zu euch, eure Kinder sind aber grottenhässlich. Und so geht es uns auch. Denn das sind Hunde, die wir betreuen, die die Tierschützer in Obhut haben, die gar nicht mehr leben würden, weil sie haben sie von der Straße gekratzt, aufgenommen zu Hause. Aber Hauptsache, man tippt irgendeine Scheiße in die Kommentare. Wir sagen diesen Menschen, und wir hoffen wirklich, er hört mit, geh doch ein bisschen spazieren, knüpf soziale Kontakte, tausch dich mit Menschen aus, wenn du einsam bist oder wie auch immer. Aber das wird dich nur für kurze Zeit befriedigen, aber nicht auf Dauer. Du tust uns leid. Und wir verstehen auch nicht, warum das dieser Hass immer größer wird und größer wird auf dieser Welt. Warum das Menschen so voller Hass sind, böse. Warum? Und wir werden für Elektra ein Zuhause finden und das mit Sicherheit.